Ciao, meine Damen und Herren. Willkommen zu einer kleinen Offline-Runde, denn ihr wisst ja, mein Internet spinnt im Moment. Also wahrscheinlich habe ich es geregelt, bis ihr dieses Video hier seht. Aber ja, jetzt noch nicht. Und deswegen dachte ich mir, ich mache jetzt mal was ganz Gemütliches. Und zwar habe ich hier Dorfromantik für euch. Liegt schon eine ganze Weile bei mir rum. Aber ja, die ganze Zeit kam ich nicht dazu. Ich gucke ganz kurz noch in die Settings an, ob hier alles chillig ist. Sollte eigentlich passen, ne? Ja. Hoppala. Ich habe die Dingens mal gespielt, die Einführung bzw. das Tutorial, damit ich weiß, wie es geht. Und ja, guck mir die ganze Sache jetzt einfach mal in einem neuen Spiel hier an. Ich gehe in den klassischen Modus, also es ist ein komplettes Hardcore-Chili-Vanilli-Spiel. Man hat diese Pünktchen hier, also diese Teile, und fügt die hier einfach an seine Landschaft an. Und wenn sie passen, also wenn ich die Wälder zum Beispiel zum Wald dazu mache, dann ja, vergrößert sich der Wald halt, ne? Macht Sinn. Und hoppala, das wollte ich nicht. Und dann kriege ich mehr Punkte auf die ganze Geschichte. Und mit X-Punkten schaltet man halt hier unten einfach diese Chips frei. Oder Spielfelder. Und ja, dann kann man eben mehr bauen. Hier sieht man, ich muss noch einen Wald anfügen, damit ich eine Aufgabe fülle. Und die mache ich jetzt hiermit fertig. Yay. Jetzt habe ich neue Teile bekommen, ich habe Punkte bekommen. Und hier oben sind dann eben dann nochmal ja, Erfolge, die man dann baldigst oder ja, irgendwann freischaltet. Das ist Dorfromantik in geschwind erklärt. Es ist wie gesagt so zum kompletten Reinchillen gedacht. Und da ich jetzt halt gerade überhaupt kein Interweb habe, dachte ich mir, ich mache das jetzt einfach. Hier sieht man nochmal zwei Dinge, also einmal den Fluss und die Eisenbahnschienen. Das sind auch wieder Dinge, die halt dann nur zusammengehen. Da muss man natürlich dann auch ein bisschen überlegen, wo macht man das hin. Hier habe ich satteres Land, hier habe ich so ein bisschen ne, trockenes. Darum werde ich das jetzt so hier hin machen. Das hier wiederum hier so. Dann mache ich hier weitere Felder hin. Beziehungsweise er doch beende den Wald hier. So, dann kann er vielleicht noch in die Richtung gehen und macht dann hier die Felder auch erstmal zu, also dieses Stück. So. Na gut. Wie mache ich denn das am besten jetzt hier mit diesem weiteren Flusslauf? Ich mache es hier hin. Und das hier hin. Jetzt habe ich nämlich gleich. Jetzt habe ich nämlich gleich wieder einen weiteren Fluss. Ja. Warte mal, vielleicht kriegen wir hier so eine kleine Insel hin, je nachdem, was die Karten uns geben. Und das wird wohl alleine stehen bleiben, das Häusel. Ah, guck mal da, da haben wir. Hier haben wir jetzt. Warte. Hier haben wir jetzt weitere Schienen. Ich will das Schienennetz größer machen. Ich will nicht, dass es hier schon direkt dann wieder zusammengeht. Ich will es hier ein bisschen weiter auseinanderfließen lassen. Hier werde ich den Wald weitermachen, circa so. Und dann hier oben mit den Feldern weitermachen. Jetzt haben wir hier eine T-Kreuzung, eine Fluss-T-Kreuzung, die wir nicht drehen können. Ah, das nee. Achso, nee, das ist das Stück, das wir hier haben. Ja, stimmt. Das ist ein bisschen blöd. Ich mach's hier hin, aber richtig sweet wird das jetzt nicht. Also, das Spiel ist natürlich darauf ausgelegt, dass du ja nicht einfach so komplett nach deiner eigenen Fasson bauen kannst, sondern du musst halt schon die Karten und das Leben so nehmen, wie's kommt, ne? Könnten jetzt das hier hinmachen, aber. Ich mach lieber hier dann irgendwann zu mit dem Fluss und die Schienen hier oben hin, als dass ich hier unten mir jetzt schon wieder eine Kurve reinsetze. Vielleicht kriegen wir hier sogar eine Verbindung hin. Das wäre natürlich echt sweet. Ich mach das hier dran. Jetzt haben wir nochmal ein fettes Waldstück. Den mache ich auch hier hin. Oh, dickes Wasserstück. Ein richtiger Teich, ein See. Mache ich ihn denn hin? Will ich ihn hier oben haben? Es passt sich auch so schön an, wie man hier sehen kann.
Ich werd das hier benutzen, glaube ich, um diese beiden zu verbinden, ja. Und dann lassen wir hier die Schienen dran vorbei sausen. Hier haben wir auch wieder fertig, so. Und da muss noch einmal noch ein Wald dran, und dann wäre da auch soweit alles ready. Ich mache das hier hin. Jetzt haben wir hier nämlich wieder einen Wald. Nice. Ready. 51 neue Kärtchen wieder freigeschaltet. Ich weiß nicht genau, wie hoch man hier gehen kann. Also jetzt bin ich gerade scheinbar voll ausgescrollt, ausgezoomt. Man kann aber wohl links, rechts, hoch und runter noch einiges machen. Ich denke, ich werde das jetzt... Ich werde dann hier oben... Ja, die Katze miaut, glaube ich, rum. Ich werde da oben, glaube ich, versuchen, eine City hinzubauen und hier halt dann einfach einen Fluss so geradeaus da hochlaufen lassen. Das sieht schön aus hier. Das sieht nice aus. Ich weiß nicht, ob es hier dann auch irgendwann so eine Art Game Over gibt. Also wenn du halt nichts mehr... Wird wahrscheinlich nie passieren, dass du nichts mehr anbauen kannst, aber... Falls doch, was ist dann? Monsieur Spiel, bin ich dann geliefert? Hier ist ein... Wait a minute. Kann ich das noch nicht? Habe ich mir jetzt Punkte... Habe ich Punkte verloren? Nee, ne? Ich hab nur minimales was dazu bekommen. Ich hab's nicht genau gesehen. Ja, also ich wurde hier praktisch vom Entwickler kontaktiert. Ist aber schon jetzt tatsächlich, ich glaube, leider 1,5 Monate her oder vielleicht sogar 2. Ich weiß, dass das... Ich weiß nicht, ob das Spiel schon gibt oder gerade in der Alpha oder sonstigen. Also es ist auf Steam schon auf jeden Fall vertreten, da kann man schon danach gucken. Ich glaube, es war so... Oh, das ist natürlich hier nice, ne? Das ist sehr nice. Achso, nee, es ist nicht. Was mache ich denn hier oben? Was habe ich hier getrieben? Die Schienen sind nicht leicht. Die Schienen sind nicht leicht. Ich will ja doch keinen Schienenkringel hinmachen. Das sieht doch dumm aus dann. Dann mache ich das lieber. Dann. Das ist hier hinten irgendwo. Das ist weit, weit entfernt. Eine weitere Stadt. Hier. Ja, es ging dann um den Release oder sowas. Es ging um einen gewissen Termin. Den habe ich leider verpennt. Ja, das tut mir natürlich sorry, weil es halt echt ein Chill-Spiel ist. Ist ein deutsches Spiel. Ich glaube, Mediengruppe Brandenburg. Ich bin mir gerade nicht so sicher. Bitte verhaut mich jetzt nicht. Ich wollte das Intro eigentlich mit abfilmen, aber OBS hat jedes Mal, ich habe es dreimal versucht, zu lange gebraucht, um hier... warte mal, kann ich das hier vielleicht einfach... Kann ich das hier vielleicht zeigen? Guck mal da. Dorfromantik wurde von 4 Game Design Studenten aus Berlin entwickelt. Zusammen haben wir Tucana Interactive gegründet und wollen in Zukunft viele weitere kleine, originelle und hochwertige Indie-Spiele entwickeln. So, ich habe doch vorhin irgendwas noch mit Hamburg gelesen. Ah, Medienboard Berlin Brandenburg. Was habe ich gesagt? Hamburg? Ja, ziemlich nah dran, ne? Ist auch was mit Burg. Okay, ich muss ganz kurz die Katze reinlassen, eine Sekunde. Die Katze macht jetzt mit. So. Okay. Ja, dann würde ich sagen, bauen wir unser... Ja, da kommt sie direkt auf den Tisch. Hallo, Kätzchen. Wir haben im Hintern schön ans Mikrofon, sweet. Ich bin etwas unzufrieden mit meiner Stadtplanung. Die ist wirklich... das ist nicht gut. Aber guck mal, hier... Jetzt macht sie mir einen Schweif ins Gesicht. Paar, blick dich jetzt hin. Ich spiele doch jetzt hier Dorfromantik. Ich bin doch gerade romantisch. Bitte. Ja, und kurzum, um das jetzt nochmal diesen Gedanken zu Ende zu bringen, da ich jetzt halt riesige Internetprobleme habe und überhaupt gar nichts, ich kann fast nichts machen, weil ständig der Router wegnippelt, also sich scheinbar immer wieder neu startet, da ist mir das dann wieder in den Sinn gekommen, dass ich jetzt ja mich hier mal ganz gemütlich an ein Singleplayer-Spiel, vor allem an ein Offline-Singleplayer-Spiel ransetzen könnte. Aber was ganz Chilliges. Das kriege ich doch hier nicht. Ich dachte, vielleicht kriege ich es hier so verbunden, aber... Ich hoffe, ihr hört die Katze nicht so laut schnurren, die hockt genau vor mir. Guckt mich an und schnurrt hier neben euch. So, komm. Jawohl. Ja, und das ist jetzt auch gerade perfekt zum Runterkommen mit dem ganzen Ärgernis. Internet ist einfach eine ekelhafte Sache, wenn es nicht geht. Es ist wirklich eine blöde Sache. Ich finde, wir machen das hier auch gerade etwas eintönig mit dem Wald. Wir haben hier den Wald und sonst nicht so viel. Ich mache hier
Guck mal, da können wir hier vielleicht einen Feld nehmen. Wir brauchen so ein zweiseitiges Feld. Ja, diese Kuh. Guck mal, jetzt bekommt dieses kleine Haus noch ein bisschen Wald. Ist immer schön, wenn man im Wald wohnt. Und jetzt müssen wir mal gucken, dass wir jetzt langsam aber sicher mal hier stadtgründungstechnisch ein bisschen vorankommen. So. Kätzchen, jetzt geht sie voll ans Mikrofon dran. Oh, das ist nice. Das ist jetzt auch echt nice geworden. Das habe ich vorhin gar nicht gesehen, dass wir hier so ein kleines Hütchen auf einer Insel haben. Katze, nein. Jetzt schmeißt sie irgendwas rum. So, genau. Habe ich mich hier möglicherweise komplett... Habe ich das schon zerstört? Kann ich hier gar nichts mehr hinbauen? Das ist doch falsch, oder? Nur dieses Ding geht da nicht hin. Mhm, da würde ich den Ding da oben schließen. Ja, komm, machen wir mal. Also eigentlich, hier muss natürlich ein, es muss ein Wässerchen drauf sein, um hier dran bauen zu können. Ich muss hier oben erstmal noch ein bisschen bleiben mit dem Wald, weil wir kommen hier gar nicht richtig dran an den Rest. Und hier haben wir auch viel zu viele Schienen. Die Schienen haben es mir gerade so ein bisschen, mit denen habe ich mir was angetan, glaube ich. Ich mache das mal so dahin und spekuliere einfach mal auf einen Zusammenschluss hier oben. Warum geht das nicht? Achso, ja klar, weil ich... Warte mal. Puh. That's not so easy, isn't it? Also ich glaube, wir müssen tatsächlich hier oben hin und dann hier wahrscheinlich nochmal eine Wasserfläche hinmachen, um das überhaupt verbinden zu können, so wie wir das wollen. Und das hier muss ich auch offen lassen. Hier komme ich sonst gar nicht voran. Ja, die Felder werden weiterhin hier oben gebaut, obwohl, nee, die werden weiterhin hier oben gebaut. Jetzt brauche ich mal dringend noch ein bisschen was mit, da ist ein Stück Flusslauf wieder, das sehen wir gleich. Haben wir schon eigentlich hier so eine Trophäe für den Bau der Stadt bekommen? Nee, ne? Da sind wir noch ein bisschen entfernt. Ja, na also, es geht doch, Mademoiselle. Okay, also jetzt müssen wir halt genau gucken, so wird das nichts. Wir müssen mit extrem hoher Wahrscheinlichkeit, also müssen wir halt hier irgendwie uns entlang schlängeln, weil hier soll ja dann nochmal eine Schiene entlang laufen. Ich hätte halt gerne ein gerades Stück, dass ich... Obwohl, nee, es wäre auch nicht gut. So ist eigentlich nicht schlecht, wenn wir hier schon mal so einen Weg nach drüben haben. Doch, das ist gar nicht so übel. Aber mit der Stadt habe ich mich also nicht wirklich entschieden, ne? Hier. Das mache ich hier hin und dann werde ich hier oben direkt das nächste Stück, dran basteln. Und jetzt kommt die ganze Sache langsam aber sicher zum Tragen. Wir brauchen hier wieder so einen richtigen Pond. Könnte übrigens sein, dass wir einfach jetzt auslaufen von den Kärtchen her, ne? Weil ich nicht genug Punkte mache und uns keine neuen freischalt. Das heißt, das ist dann unser Game Over, nachdem ich vorhin noch gefragt habe. Genau das ist es dann. Und zwar einfach der Fakt, dass wir keine Kärtchen mehr haben. Also passt auf, ich mache hier zu. Weil hier kommt auch einfach nur noch eine Wasserfläche hin, falls wir noch eine kriegen. So ein Butcher hier. Na, guck mal, wenn wir hier noch zwei dann hinmachen. Kätzchen, willst du wieder raus? Du bist echt ein Scherzkeks. Ah, Moment. Die Katz. Ich schau, wie sie ist. Okay. Nee, nicht in die Richtung der Schienen. Ganz schlecht. Ganz schlechte Planung. Kann ich auch überspringen eigentlich? Kann ich es einfach abgeben? Nee, kann ich bestimmt nicht, ne? Dann müssen wir weiter nach oben. Ah, ja. Nee. Das ist auch nicht das Gelbe vom Ei hier, ne? Ja. Lass mal so. Ah ja, die Felder. Da können wir hier... Jawohl, da haben wir das fertig. Bam, 37 wieder. Ah, und hier können wir endlich... Jawohl. Wir können es beenden. Okay. Obwohl es hier oben ja fast sinnvoller wäre, ne? Ne, aber hier unten ist auch eigentlich genauso sinnvoll. Ja, komm. Wir wollen das jetzt hier... das Feld wollen wir zukriegen. Noch möglichst, bevor ich Game Over gehe. Und der muss ja mal jetzt so eine richtige City hingebaut werden. So ein richtiges... Da oben vielleicht dran.
Na komm. Wald wieder. Ja doch, das machen wir so. Das machen wir einfach knallhart so dahin. Guck mal da, was ist jetzt hier mit diesen 230 plus? Kriege ich dann 230 Punkte, wenn ich da was hinbaue? Oder brauchen wir auch wieder eine dicke Wasserfläche, ne, wenn ich es da oben so hinsetze? Ach, guck mal. Das ist aber auch blöd irgendwie, ne? Brauche schon wieder eine Wasserfläche. Naja, aber der Wald ist immerhin... Ja, dann machen wir... Jetzt haben wir 210. Die Punkte brauche ich wohl noch, bis ich hier eine Ausschüttung erreiche. Ich glaube, das ist wirklich keine gute Idee, die Schienen so nah an den Flüssen zu bauen. Machen wir mal so. Guck mal, da haben wir schon direkt was zum Füllen. Und ein weiteres Füllstück. Sogenanntes Schnüffelstück. Hierhin. Oh, jetzt habe ich die Felder zu, abgeschlossen, ne? Na also, Leute, na also, na also. Sowas ist auch irgendwie selten, oder? So ein Füllstück hatten wir jetzt noch gar nicht. Beziehungsweise halt einfach eins, das leer ist. Ja, damit fülle ich einfach jetzt hier die Lücke. Das soll ja insgesamt eine runde Sache werden. Ist nicht zwingend wortwörtlich, aber halt schon. Guck mal da, guck mal da, guck mal da. Ich weiß es noch nicht genau, was das jetzt hier auf sich hat mit diesen Sachen. Das hier haben wir jetzt, das haben wir ja beendet hier, das Schienenprojekt. Hier könnte man natürlich auch dann, ja, einfach einen Kreis mit den Schienen erzeugen. Das machen wir hier oben hin, hier machen wir wieder eine Wasserfläche rein, falls wir noch eine kriegen. Langsam wird es nämlich eng. Ah ja, guck mal, zack, sehr schön, wieder neue bekommen. Ich muss sagen, es ist wirklich entspannt, also... Ich habe schon fast den ganzen Ärger mit dem Internet vergessen. Okay. Jawohl, 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 jawohl. Es läuft. Die Pläne gehen auf. Aber so nicht, mein Freund, so nicht. Komm, dann bauen wir uns hier halt weit... Ja, 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 warte, stopp. Wait a minute. Warum kann ich es hier nicht reinsetzen? Warum geht das nicht? Ach so, ja klar, weil es dann... Ja, ich muss hier entweder eine Kurve einsetzen oder halt ein Ende hier, so ein Teich. Aber das geht hier nicht rein. Okay, ja, es macht natürlich Sinn. Kärtchen freigeschaltet. Wasserbahnhof. Ja, nice. Da unten ist er schon. Okay. Dann haben wir da ja schon mal ziemlich fett reingehasselt, ne? Und sogar einen Erfolg bekommen. Achievement unlocked, yay! Wie ist es denn hier oben mit der Stadt eigentlich? Warum kriege ich denn hier keine Punkte? Angeblich kann ich also mit diesem Feld weitermachen. Nee. So, ja. Ja! Ja! Da ist es! Da ist unser Pfropfen! Aber noch mehr... Der würde halt wirklich extrem gut hier reinpassen, ne? Also, ja, egal. Ich mach den hier hin. So. Und kann dann ja hoffentlich hier zumachen. Hoffentlich. Hier oben führen wir das weiter weg. Oh. Ah, ja, guck mal da. Und da haben wir es wieder. Der Router war scheinbar eben kurz verbunden und jetzt wieder ist er wieder weg. Weggebrochen, der Lurch. Das heißt, ganz abschalten kann ich hier auch nicht. Ist echt blöd. Solche Probleme sind wirklich die, vor allem wenn man halt dann reinstreamt und sowas. Da weiß ich jetzt schon genau, dass das wann ist es? Übermorgen? Morgen? Hoffentlich nicht krepelig wird mit dem Stream. Ich weiß nicht genau, wo ich es hinbauen soll. Ich denke dann lieber hier hin, dass wir da runterkommen. Ja. Jetzt könnte man dann hier eine neue Stadt anfangen. Wir haben hier... Jawoll! Nee, das geht nicht. Das geht nicht, wegen der Schiene. Das habe ich eigentlich... Eigentlich habe ich verkackt.
was das angeht, habe ich, glaube ich, ein bisschen reingekackt. Ich habe mich mit den Schienen echt dumm zugebaut. Ich mache das trotzdem so. Was ist das hier? Wald. Ja, also eigentlich will ich hier nicht noch mehr Wasser haben. Bin schon, also das hat mir jetzt, mir fällt gerade auf, dass wir hier auch noch ein Ding machen müssen. Shit, nein. Oh, Mist. Machen wir da oben halt einen Kringel. Komm, machen wir einfach einen Wasserkringel. Was soll's. Na, also fertig. Fertig ist. Das kriegt noch ein bisschen Wald dazu. Jetzt bin ich schon mal wieder online. Oder doch nicht? Oder eine Sekunde, ich bin gerade im Ding. Steam ist hier gerade aufgegangen. Na los, Steam Arena. Okay, ne. Bin offline. Ja, alles klar. Wieder die Musik kurz weggeht. Ist ja schon gut, Steam. Ist ja schon gut. Chill. Ich lasse das hier. Die Schienen sind echt krass. Krass. Man hat einfach zu viele Schienen. Ja, ich spekuliere hier einfach auf einen Kreis, auf einen Schluss. So, und da kommt jetzt hier mal schön die Stadt hin. Mit dem Haus. So. Ja, so ungefähr. Jawohl. Ach, guck mal, da, jetzt geht's aber rund hier. Ist zwar so ein bisschen verteilt, auch durch den Wald, aber das ist nicht schlimm. Yay! Ein Biom freigeschaltet, ein Lavendel-Biom. Nice. Okay. Zack. Abgeschlossen. Hier unten haben wir auch noch Schienen, stimmt. Oh, das werde ich nicht hinkriegen. Noch ein Kreis. Nee, das geht. Oh, das werde ich gar nicht hinkriegen hier wahrscheinlich. Dann irgendwie mit einer Kreuzung oder so, ne? Naja, das geht's ja nicht. Muss zumindest so irgendwie da mal hin. Guck mal da. Das ist doch nicht schlecht gelöst. Aber da ist auch schon wieder eine Schiene. Schöner Schienenverkehr, den wir nicht eingeplant haben. Ja, weg mit dem. Direkt weg. Biegen. Den Lurch. So. Dann gucke ich jetzt hier oben. 148, es fällt immer weiter. Was hatte ich hier jetzt noch? Mach ich das hier hin? Ja, komm. Ich meine, das ist ja grundsätzlich eigentlich unser Wille, dass wir hier innen drin halt auch füllen, ne? Dass das sich dann langsam schließt und wir da keine Löcher drin haben. Noch ein Grades. Jetzt beruhig dich, Peter, beruhig dich. So. Ich weiß nicht, darf man hier den Zugang zum Wald nicht schließen. So. So. Nochmal eine Schiene. Jawollo. Oh, Leute, Game over. This is so sad. Ja. Das war's dann soweit hier mit Dorfromantik, würde ich sagen. Also es ist wirklich... Okay, dann fällt man dann wieder hier an. Ist wirklich chillig. Gerade halt für so einen Moment, ne, wenn kein Internet vorhanden ist oder wenn man einfach genug hat von diesem ganzen Competitive-Gemetzel, dann lieber schön reinchillen. Guck mal hier, Bild eine Zugstrecke mit mindestens 15 Schienen. Ja. Man kann sich hier auf jeden Fall einiges dann noch freischalten. Wenn man Escape drückt hier im Hauptmenü, kommt man übrigens dann direkt in den Standardmodus. Was habe ich hier bei Fortsetzen? Achso, das ist das Fortsetzen. Okay, ja gut, läuft. Sehr einfach, aber doch effizient, um sich die Zeit mit Chillen zu vertreiben und mit Dörfchen bauen. Ja, dann bedanke ich mich fürs Zusehen, Leute. Haut da rein.
ich werde die ganze Sache hier, denke ich, komplett ungeschnitten hochladen, damit ihr auch die Musik schön mitbekommt und dass eben dieser Chill-Faktor ja auch richtig zur Geltung kommt. Wir sehen uns dann heute Abend hoffentlich im Livestream. Ich denke, ich werde das Video am Freitag hochladen, also 22 Uhr Livestream. Und ja. Und dann halt wieder am Montag im nächsten Video. Macht's gut. Vielen Dank für alles. Lelele, lelele, later.